Hallo liebe Freunde, heute geht es wieder um PCK Schwedt. Ihr kennt die Ölraffinerie dort in der Uckermark in Brandenburg. Es kommt zwar Öl, aber das hat natürlich nicht die Qualität wie russisches Öl, was die Bundesregierung ja mit einem Embargo belegt hat. Übrigens einzig nur Deutschland. Überall anders kann russisches Rohrleitungsöl auch verwendet werden. Wir sind wieder Nase und wir zahlen wieder drauf. Hier geht es jetzt um die Versorgungssicherheit. Der Anteilseigner Rosneft, 54% Anteile hält er, soll enteignet werden. Die Bundesregierung sagt also, diese Untertreuhandstellung, wie sie jetzt zurzeit läuft, soll nicht weiter passieren. Und gleichzeitig will sie aber einen Daumen drauf halten. Also läuft alles eben leider auf diese Enteignung zu. Ich hatte den Staatssekretär gefragt im Ausschuss, warum soll Rosneft enteignet werden? Nach 3-4-maliger Aufforderung habe ich dann eine Antwort bekommen. Quintessenz, weil es ein russisches Unternehmen ist. Weil irgendwo ein Risiko drinstecken würde, dass also ein Unternehmen nicht mehr liefert, in diesem Fall ein russisches. Und das ist an den Haaren herbeigezogen. Die Russen haben immer geliefert. Und einzig die Bundesregierung hat ja den Ölhahn zugedreht. Also völliger Nonsens, ein Schildbürgerstreich, zumindest diese Argumentation. Aber auch die weitere Argumentation der Bundesregierung ist Falschbehauptung. Es gäbe wohl keine Kunden mehr und keine Lieferanten mehr und auch keine Banken würden also PCK Schwedt bzw. die Anteilseigner finanzieren. Völliger Blödsinn, an den Haaren herbeigezogen. Also dass es keine Lieferanten mehr gibt, dafür hat die Bundesregierung gesorgt, denn sie hat das Öl abgestellt. Und bei der auf der Kundenseite, ich kenne keinen einzigen Kunden, der sagt, er will kein Benzin, kein Diesel mehr an der Tankstelle nehmen, weil das Rohöl wohl von Rosneft verarbeitet worden ist, PCK Schwedt. Also völlig an den Haaren herbeigezogen. Und was die Banken anbelangt, naja, ich glaube, russische Banken würden bereitstehen, hier zu finanzieren, wenn die deutschen Banken einfach zu fein dafür sind. Und im Übrigen sind das Kriterien, die das Unternehmen Rosneft selbst nicht beeinflussen kann. Das sind Dinge von außen. Und deswegen soll jetzt Rosneft darunter leiden, die Anteilseigner, enteignet zu werden. Was wir hier erleben, das ist ein Schildbürgerstreich, das ist Hanebüchen. Und das erinnert eben an das Gebaren von autokratischen Systemen, die also einfach mal Unternehmen enteignen, die ihnen nicht in den Kram passen oder die sich aneignen wollen, die den Standort jeweils schädigen, so die Bundesregierung mit unserem Standort und vor allen Dingen die Falschbehauptung aufstellen. Und genau das läuft hier. Und eine Anekdote am Rand. Nun wird also Polen hier als Lieferant dargestellt. Dabei kann Polen gar kein Öl liefern, sondern ist nur Zwischenhändler. Ja, aber dann können wir Öl doch auch selber importieren für diese Raffinerie. Warum via Polen? Und Polen wird dann als ein verlässlicher Partner dargestellt. Es gab aber trotzdem die Sperrung eines Tankers, der Öl löschen wollte, eben für genau dieses PCK Schwedt. Und er wurde in Polen von Polen daran gehindert. Das ist mit russischen Lieferungen von Russland aus noch nie passiert. Die Polen haben es gleich beim ersten Mal gemacht. Liebe Freunde, ihr seht, die Bundesregierung tritt unsere deutschen Interessen mit Füßen. PCK Schwedt soll also hier verschleudert werden. Ein russisches Unternehmen soll enteignet werden. Niemand spricht auch über die 8 Milliarden, die im Raum stehen, dann für Entschädigungszahlungen. Je schneller wir diese linksgrüne Ampelregierung loswerden, desto besser. Liebe Freunde, vielen Dank. Euer Steffen Kotree.